Die EU will sich ja auch in Krisengebieten einsetzen und dort für den Weltfrieden sorgen. Auf welcher Grundlage möchte die EU jetzt militärische Optionen, Operationen durchführen? Jetzt einen eigenen militärischen Arm aufzubauen. Der künftige Ratsvorsitzende, der finnische Ministerpräsident, hat das ja schon ziemlich eindeutig angekündigt. Das ist offensichtlich ein Kriegsszenario, das da in irgendwelchen obskuren Köpfen da herumschwirrt. Ich halte nichts davon, im Gegenteil. Ich glaube, dass wenn die EU noch einen Rest an Legitimation haben will, dann muss sie beweisen, dass sie ein Friedensprojekt ist und nicht ein militärisches Projekt. Wenn sie zum militärischen Projekt ist, ist auch dieser Rest an Legitimation weg.